Und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Risen 2 Let's Plays, wo wir ja gerade den unteren Teil der Karte hier fast vollständig erkundet haben. Uns fehlt noch hier so ein ganz kleiner Abschnitt und wir dann jetzt uns auf den Weg zum Piratenlager machen, um dort endlich unsere Hauptaufgabe zu erfüllen, und zwar sollen wir die Titanenwaffe finden. Kann ich ja gleich am besten nochmal kurz vorlesen, was die Aufgabe ist. Das machen wir gleich kurz bevor ich dort bin, damit wir, da wir jetzt ja doch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, zumindest wissen, was überhaupt das Ziel war. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, hier könnten wieder Fallen versteckt sein. Muss nicht, aber kann. Ja, und hier waren wir auch schon mal. Aber hier nur noch die kleine Ecke, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da jetzt schon alles mir angeguckt habe. Aber das sieht alles gut aus. Und damit haben wir diesen Kartenabschnitt vollständig erkundet. Ich würde euch gerne sagen, welches Level ab das ich mich das gebracht hat, aber wie ihr seht, gibt es keine Level-Up-Anzeige. So, auf geht's in diese Richtung. Wir müssen, also wir wollen hier durch, da lang. Ach ja. So. Und dort ist das Piratenlager. Wir sehen es schon. Da wollen wir rein. Und jetzt lese ich ganz kurz euch vor, was denn die Mainquest ist. Damit wir überhaupt wissen, warum wir da hinwollen und was da jetzt abgeht. Logbuch. Als Titanwaffe. Die Piraten sollen eine Waffe gegen den Kraken haben. Ich muss diese Waffe haben. Captain Starbart soll wieder aufgetaucht sein und mehr über die Waffe wissen. Der berühmte Captain Starbart soll sich im Piratennest von Takarigua befinden. Ich muss mich als Pirat ausgeben und ihn suchen. Ich muss das Piratennest auf Takarigua finden. Das Piratennest befindet sich im Nordosten der Insel hinter den Bergen. Das ist das, was wir machen wollen. Und ja. Die Piratenklamotten, die wir haben, die können wir nicht anziehen. Nein, ich bin noch kein Pirat. Ergo, laufen wir jetzt so rum, wie wir sind und gehen da rein und werden mit allen quatschen, die wir finden. Beziehungsweise, erstmal gucken, ob wir überhaupt reingelassen werden. Hey du, wo willst du hin? Ich suche das Piratennest. Moment, du kommst doch aus Puerto Sacarico. Gehörst du etwa zur Inquisition? Nicht mehr. Sie haben mich rausgeschmissen. So, so. Und woher weiß ich, dass du kein Spion bist? Ich bin Abenteurer. Warum sollte ich dir glauben? Ich bin mit Patty unterwegs, der Tochter von Captain Stahlbart. Stahlbart hat viele Töchter. Glaubst du, Patty würde sich mit einem Spion einlassen? Willst du jetzt mit mir über Frauen quatschen? Oh Mann. Ich bringe euch die Zuckerlieferung. Warum sagst du das nicht gleich? Buß wartet schon darauf. Alles klar. Öffne das Tor. Ja, dann brauchen wir ihn nämlich auch gar nicht überreden oder irgendwie andersweitig bequatschen, ne? Und da er eben mit mir über Frauen quatschen wollte, ja, aber ganz kurz, bevor ich es vergesse. Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Hm. Okay, du bist toll. Und jetzt beweg dich. Ja, so. Und jetzt gehen wir hier rein und ich werde einfach mit allen quatschen, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Einmal kurz mit allen und dann gucken, was passiert. Hast du nichts zu tun? Ja. Und wir werden dann wie immer nicht klauen. Die Kanone benutzen würde mich ja schon reizen, ne?
Aber besser nicht. Besser nicht. Außer Pflanzen. Also nichts klauen außer Pflanzen. Pflanzen pflücken wir wie immer. Weil kostet ja nichts, ne? Und darf ich hier rein oder werdet ihr da direkt aggressiv? Darf rein, aber die werden aggressiv. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Hab schon gehört, dass er die Waffe gezogen hatte. Okay. Ja. Ich würde vorschlagen, das hier gucken wir uns später an. Weil da geht es wohl definitiv noch eine Ecke weiter rein. Und hier stehen Leute. Dann können wir mit denen erstmal reden. Wir müssen das klären. Ja, müssen wir. Gut, also ich gehe. Nein, ich will gehen. Das könnte dir so passen. Nichts da. Ich gehe. Nein, ich gehe. Von wegen, ich werde das machen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich gehe. Nein, ich gehe. Vergiss es. Ich mach das. Vorsicht, treib es nicht zu weit. Ich werde gehen. Nein, ich gehe. Von wegen, ich werde das machen. Das ist eine ganz... Jetzt nicht. Das ist eine ganz... Wir müssen was klären. Ja, das sieht doch nicht so aus, als ob wir das hinkriegen. Idee. Die beiden werden sich noch ewig streiten. Was ist da los? Wir sind Wasserträger. Alle Neuen müssen ran und die Typen, die Scheiße gebaut haben. Ich bin neu, Docs und Foster haben Scheiße gebaut. Warum streiten sich die beiden? Boos braucht einen von uns für eine neue Aufgabe. Normalerweise geht derjenige, der am längsten Wasser schleppt. Aber das Problem ist, die beiden sind gleichzeitig zum Schleppen verdonnert worden. Warum schleppst du kein Wasser? Alleine? Nö, wenn die anderen nicht gehen, gehe ich auch nicht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich gehe. Oh Mann. Nein, ich gehe. Vergiss es. Gut, das Problem werden wir also wahrscheinlich auch noch klären. Vergiss es, ich mach das. Vorsicht, treib es nicht zu weit. Hier werde ich erst später hingehen. Von we- ja. Das ist eine ganz schlechte ich muss hier Idee. Dringend weg. Ich bin so oft gesagt, dass die sich hier nicht einig Vergiss werden. Vergiss es, ich mach Pflanze. Das. Vorsicht, treib es nicht zu weit. Ich werde gehen. Und dann haben wir die Quest bekommen. Findet das Piratennest und ja. Hä? Was hast du gesagt? Ah, gar nichts. Handelst du mit Pistolen? Du musst mir nach links sprechen. Rechts höre ich nicht mehr so gut. Hast wohl zu viel geballert, wie? Ich bin Barney. Wenn du was über Pistolen wissen willst, ich weiß es. Kannst du mir zeigen, wie ich eine Pistole baue? Ich hab's ordentlich krachen lassen. War jahrelang Kanonier. Hast wohl auch mal eine Kugel auf den Kopf gekriegt. Und wie? Aus einem Stück Eisen mache ich eine zuverlässige Pistole. Was muss ich über Pistolen wissen? Wie auch immer. Jetzt erzähle ich dir mal was über Pistolen. Pistolen benutzt man nur im Nahkampf. Es gibt zwei Arten. Die einen verschießen Bleikugeln, die anderen Schrot. Schrot hat eine geringere Reichweite, aber eine größere Streuung. Ich sag, beides mal ausprobieren. Oh Mann, Erzähl mir mehr über Pistolen. Du kannst auch Waffen selber bauen. Natürlich musst du geschickt sein. Das ist Handwerk. Dann bring's mir bei. Nein, wirklich. Ist kein großes Geheimnis. Aber ein teures. Kann ich hier irgendwo schießen? Was? Natürlich nicht. Aber mal was ganz anderes. Willst du rauszünden, wie gut du mit der Pistole bist? Genau das habe ich doch gerade gefragt. Pass auf. Ich werf dir ein paar Sachen zu und du versuchst sie zu treffen. Du hast 10 Schuss. Ach, und noch was. Wenn du 3-mal hintereinander keinen Schuss abgibst, hören wir auf. Ja, okay. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. Zeig mir, wie ich Pistole baue. Zeig mir, wie ich einen kritischen Treffer erziele. Während eines Gesprächs benutze? Okay, da sind einige interessante Sachen dabei. Und ich müsste, glaube ich, auch Feuerwaffen hoch genug schon geskillt haben. Auf 3, ja. Das werde ich mir nicht alles leisten können.
Ich frage mal kurz hier Pistolen kaufen. Ich will eine Pistole haben. Glaub mal ja nicht, dass du mir meine Sachen klauen kannst. Ich krieg immer noch alles mit. Dir haben sie aber ganz ordentlich eine verpasst, hä? Ich bezahle dich. Ja, ja. Ich verstehe dich schon. Sag mir einfach, was du brauchst. Zeig mir deine Ware. Brauchst du Munition? Ja, brauche ich. Sehr gut. Die 100 Kugeln nehmen wir sofort mit. Zack. So, was haben wir hier? Pistole. Die ist leider schlechter. Was ist das? Als ob die macht Nachladezeit. Der erhöht aber den Pistolenwert selber. Ja, weiß ich nicht. Muss ich erstmal ganz kurz lesen. Talentpistole, da. Das Talentpistole erhöht die Zielgenauigkeit von Pistolen sowie den Schaden von Schrotpistolen. Na gut, ich kaufe erstmal noch nichts, aber ich werke mir mal. Überleg dir gut, was du vorhast. Patty? Wo ist Patty hin? Ach, da unten. Ich merke mir aber zumindest erstmal, dass er mir da was beibringen kann, was mich eventuell interessiert. Und den Rest gucke ich mir später an. Darf ich jetzt zuerst hier oben lang? Ja, komm. Patty wird irgendwann den Weg auch noch hierher finden. Hey, komm mal rüber. Suchst du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Woher kriegst du deine Waren? Die meisten Typen sind bereit, alles zu tauschen, nur um sich rumzukaufen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch Hemden und Hosen. Bist du schon lange hier? Das kann ich dir sagen. Ich habe mich hier niedergelassen, als der Handel mit dem Rum ins Rollen kam. Und was ist mit dir? Was hast du vor? Ich schließe mich Captain Stahlbart an. Dann brauchst du ein Äffchen. Es gibt nichts Besseres. Was soll ich damit? Reich werden. Du schickst ihn in die Häuser und er holt dir die guten Sachen. Außerdem, so ein Äffchen hat nicht jeder. Damit kannst du Eindruck machen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du mit dem Äffchen umgehen musst. Und ein paar andere Tricks habe ich auch noch auf Lager. Okay, das mit den Äffchen interessiert mich. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Zeig mir, wie ich Äffchen... aber geil benutze schmutzige Tricks schneller. Ja, ja. Okay, also... Dafür, dass man nicht seinen Charakter für sinnvoll mit Level-Ups kriegt, aber irgendwelche Sachen da nur anklickt, die Skills, die man erlernen kann, das ist cool. Und das mit den kleinen Äffchen, das würde mir definitiv gefallen. Da brauche ich aber Gerissenheit. Ja gut, da fehlt mir dann doch noch so einiges. Also, das ist mal weit von entfernt. Zeig mir deine Ware. Und hier gucken wir erst mal, was er so hat. Die Schaufelspitzhacke Knochensäge. Was habe ich davon? Die Knochensäge habe ich, glaube ich. Knochensäge und Schaufel. Spitzhacke fehlt mir nur. Okay, dann kaufen wir mal noch eine Spitzhacke. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich davon irgendwas haben will. Normaler Ring. Waren das nicht Ringe, die er da... Ohrringe waren es. Ohrringe. Da habe ich nur den, der Stichwaffen erhöht. Ich habe mir die anderen nicht gekauft. Okay, okay. Behalte mal im Hinterkopf, dass es das hier gibt. Wie sieht das hier aus? Das habe ich. Da habe ich sogar noch das Bessere, weil ich die edlen Schuhe habe. Und bei der Hose, die ist uninteressant. Das Hemd. Uninteressant. Das Kopf... Auch. Okay, er hat jetzt nichts Besonderes, außer die Spitzhacke gehabt. Und bei den Ringen weiß ich noch nicht. Und beim Verkaufen... wäre die Frage, wir könnten ihn ja theoretisch gesehen hier mal... so ein paar Sachen verkaufen, wo ich erstmal sage, die weiß ich noch nicht, ob die... wo ich sage, die würde ich als nicht so wichtig ansehen. Das hier behalten wir mal noch. Ich auch haben. Notfalls muss ich es halt neu kaufen, aber 2000 Gold.
Und den Rest hier würde ich auch mal noch behalten. Perfekt. Einmal ein neuer Händler. Schick. Ein Piratenschiff. Weil oben der Einstieg ist. Unglaublich. Okay. Wir gehen erstmal. Sieht aus wie die Taverne, die man auch von unten erreichen kann. In die Hütte wollte ich sagen. Ich gehe aber erstmal ganz kurz hier von hier unten gucken. Ach, in diesem Fall, ich möchte übrigens mal noch, das möchte ich erwähnen. Ich habe ja die eine Sidequest gemacht, die man ja eigentlich als sinnlos hätte einstufen können, um hier in die Stadt reinzukommen. Piraten ist gefunden. Um in die Stadt reinzukommen, man hätte ja auch einfach direkt hingehen können, das Ganze auf andere Sachen lösen. Aber in dem Fall fand ich das eigentlich ganz geil, dass die Sidequest, die ich gemacht habe, dafür gesorgt hat, dass ich in die Stadt reinkomme, weil ich eine Aufgabe hatte hier in der Stadt. Also, in dem Fall muss ich sagen, eigentlich habe ich gedacht, dass die Sidequest hier unten am Turm für ein Po ist. Aber sie hat dafür gesorgt, dass ich easy in die Stadt reinkomme. Von daher möchte ich echt mal meine Beschwerde da zurückziehen. Weiter geht's für Klatsch mit nächste. Auch das wollte ich mal noch nebenbei erwähnen, weil mir das so aufgefallen war. Hey, neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Boos sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Glück. Was soll denn daran Glück sein? Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze. Ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte. Wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du nochmal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkaufe dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Nein. Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, nee. Also, Ich werde es ihnen geben, falls ich es kriege, aber ansonsten werde ich, Hey, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zu Boos und hol dir einen Rum. Was kannst du mir über Boos erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Boos ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Ei. Okay. So, hier unten haben wir noch einen Schmied. Da wird wahrscheinlich Boos wird hier drin sein, so wie das aussieht. Geht mal erstmal noch mit denen. Ich habe genug eigene Sorgen. Such dir jemand anderen zum Reden. Ja, mach ich doch schon. Hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Okay, da der hier, wie es so aussieht, ein bisschen mehr
mir erzählen kann, würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal in die nächste Folge, dann quatschen wir hier mit denen, dann werden wir hier weiter die Stadt erkunden und ja, das wird alles seinen Gang gehen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen, lasst noch einen Daumen nach oben da und schreibt mir Feedback, ich freue mich über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss, tschö mit Ö!